Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 44 Venedig. Mittlerweile die Folge 23. Wir sind jetzt wieder auf der Karte unterwegs und wir haben heute einen Special Guest an unserer Seite. Und zwar Gemini. Herzlich willkommen. Servus. Ich soll hier unten Häuserchen platzieren, ne? Ja, genau. Mein Spiel ist zurzeit noch nicht so ganz bei der Sache. So, kurzer Leck. Yeah. Hildegard, wat gibet? Lass mich doch mal in Ruhe. Nervt ihr dich auch schon? Ja. Aber hallo. So. Nee. Ja. Du mich auch. So. Du baust. Darf ich dann eigentlich. Ja? Du baust gerade doch jetzt in. Wie heißt das Dings nochmal da unten? Aber. Schevelsberg. Schevelsberg, exakt. Oh, ich sehe schon. Soll ich? Ja. Soll ich da dann auch einen weiteren Marktplatz bauen? Ja, auf jeden Fall. Also auf hier so. Auf jeden Fall. Bitte? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also. Hier so. Ja, weil ich das jetzt auch gesehen habe. Hast du nicht? Nee, wo? Ach, ja. Da, ja. Ja, baue ich gerade aus. Das ist eine Bazar. Ja, genau. Und ich sehe gerade, ich habe die Häuschen wieder ein bisschen zu spät gesetzt. Ich muss nämlich einen noch nach vorne. Aha. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ein bisschen mehr auf Schönbau diesmal zu achten. Das ist ja bei unserem gemeinsamen Let's Play ein klein wenig untergegangen, muss man so zu formulieren. Ein klein wenig. Das ist gut ausgedrückt. Ja, was denn? War doch so. Ich habe nur ein klein wenig. Was ist eigentlich die Moschee? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch keine Dings hier. Keine großartige Stadtentwicklung durchgeführt, deswegen da muss man ein bisschen noch hinterher. Nein, ich meine, wo die Moschee ist. Ich finde die gerade im Baumenü nicht. Die ist doch bei Nomaden irgendwo, ne? Moschee. Ach, da ganz unten. Ah. Diese goldene Sichel dieser, da von, dieser Mond, ja. Von Miraculix. Oh, Miraculix. Feuer! Mit dem Einzugsbereich. Nein, natürlich nicht. Man hätte es auch anders erwarten können, aber nein. Oh Gott. Ah, jetzt. Ja. Dann kommt da noch ein jetzt. Häuschen hin. So. Das sehe ich ganz genauso. Aha, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Sehr gut. Warte kurz, irgendeine Noria brauchst schon wieder. Zack, jo. Hab mal aufgefüllt. Ach toll, jetzt bin ich im falschen Ort. So, wieder zurück. Jo. Boah, meine Fresse, wie mich das aufregt. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Ja! Darf ich erstmal zwei Häuserchen bauen und dann einen Weg? Nö. Ich verursache hier gerade dieses mit dem Gemeinschaft-Dings. Kannst du ignorieren, weil ich die platziere die gerade absichtlich. Okay. Ohne dass die im Einzugsbereich sind. Ja, wenn du mal zur Baustelle gehst, zum Kaiserdom, wenn du den anklickst, dann siehst du diese gesamte Bergfurt, ne? Fläche. Ja, genau. Nordwest. Und dieses ganze Gebäude hier außenrum, die kann ich bauen, ohne diesen kleinen Marktplatz hier zu haben. Das ist halt von Vorteil. Da. Neuer Stadtstatus, 200 Ruhm, danke, und 1190 Patrizier. Bis jetzt gab es keine Unfälle auf der Baustelle. Ja, bis jetzt. Das ist doch gut. Noch als ob jetzt der Nachbar anfangen muss zu bohren, ganz ehrlich. Also falls es dich beruhigt, ich höre nix. Ja, das ist schön, aber ich höre was. Das ist nicht schön.
So, wir müssen mal hier gucken, was unser... Da müssen wir ein bisschen Most nachwerfen, nachlegen. Ja, wenn ich bei irgendwas, ne, sag Bescheid. Ja, aktuell auf Bergenfurt könnte man so eine kleine Mostproduktion mal ein bisschen starten. Ah. Ein paar mehr Betriebe. Ich baue gerade im Norden ein bisschen. Wobei da habe ich auch noch... Bitte? Nichts. Alles gut. War das passiert? Hat dich die Hilde gerade wieder beleidigt? Nein, ich habe nicht genug Baumaterial. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, schön. Also das Spiel ist ja echt langsam. Was brauchst du denn? Anbaumaterial? Stimmt, Holz. Warte, ich kann mir ja einfach die... Ich kann mir das Holz ja einfach importieren. Nimm einfach Kogge 2, die ist, Ja, da hier, ist noch ein bisschen Holz. Habt ihr schon ein bisschen was reingeworfen? Ja, ich werfe mir selbst noch ein bisschen Holz rein. So, Noria ist wieder voll. Ich fahre mit 100 Holz runter. Ja, weitermachen. Hä? Ja, danke. Was? Ich brauche erst 2500 Adlige, was? Hä? Boah. Ah, lol, da war ja was. Aber du hast doch die Ausstiegsrechte einfach nur blockiert. Ja, ich habe 2200. Ja. Das ist an sich die schon Frage mal richtig. Die Frage ist, ob da vielleicht noch welche aufsteigen wollen. Ja, und zwar... Goldfurt, also Hauptinsel, da sind noch relativ viele. Ah, da müssen wir einfach nur ein bisschen was davon. Jo. Dann mache ich das mal. Kein Problem. Da haben wir noch Pest, aber das ist unter Kontrolle. Das Problem ist, wenn du so eine Stadt neu baust, beziehungsweise ja. Du hast eine bestimmte Anzahl von Aufstiegsrechten und wenn die einmal aufgebraucht sind, dann ist das schwierig. Tja. Ach Mist, wir sind jetzt wieder im Multiplayer, das heißt, vorspulen geht nicht. Schade. Ja, das meine ich ja mit. Das Spiel ist so langsam. Tja. Dann haben wir halt ein bisschen mehr Zeit. Hä? Du darfst nicht vergessen, die Produktion von Getränken hier von Milch. Milch? Jo, brauche ich gleich aus, okay. Du musst auch schon mitdenken hier, ne? Nee. Nee, lass mal. Au, Überfall! Na, wo sind wir denn? Für 46.000? Alter, dafür kannst du mich mal kreuzweise, ganz ehrlich. Was will er? Geld. Ach, wie viel? 50.000 fast. Digga, was? Übertreib mal, schick doch mal hier, komm, hier. Schick mal hin alles, was du hast hier. Mach dir platt wie noch was, ey. Ja, ja. Ja, der glaubt doch nicht ernsthaft, dass er hier 50.000 kriegt. Die Armada, sie läuft. Oh, das sind hier sogar zwei. Drei. Oh, ich habe die gar nicht gesehen. Ups. Okay, Vollangriff. Egal. Zakarius? Nee, Korge 2 da. So, jetzt gibt's kriegerische Auseinandersetzung. Yes. Aufbruch. Jawohl. So. Wir brauchen mal noch eine Ziegenfarm. Alles, was Beine hat. Erstmal noch ein Markthaus. Das bedeutet Krieg. Keine Gnade. So. Ja.
Ja, ich weiß, du brauchst noch eine Noria. Chill mal dein Leben, bitte. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen hier was auf den Weg geschickt. Oben im Norden ist meine aktuelle Armee. Verstanden. Ich habe mal drei weitere Milchtypsis gebaut. Ja. Datteln müssen wir noch ausbauen. So, jetzt gibt es auf jeden Fall mal hier Krieg. Datteln. Na komm. Ah, so geht das. Super. Sehen wir das So, und auch? schon Ja. mal zwei weitere Dattelplantagen, sehr gut. So. Wir gucken uns einmal das kriegerische Gefecht hier vorne aus der Perspektive mal an. Auf jeden Fall, die Armee wird gerade unterstützt. Die ersten Heereslager kommen im Hafen an. Sehr gut. Bin stolz auf die. Das sollten sie auch. Okay, hier passen gerade nur zwei hin. Brennt sie Warum? nieder. So, wo sind denn die kriegerisch? Da. Da vorne. Sie glauben ernsthaft, dass sie... 46.890 Goldmünzen. What? So viel Geld hast du auch vor zu investieren, ne? Nee. Garantiert nicht. Nee. Wir haben ja nur 917.000. Ist Müssen echt so, aufpassen. nur. Ja, deshalb. Tschö, geht gar nicht. Genau, direkt erstmal Attacke hier vorne. Let's go. Attacke! Wie war das? Pfefferspray! Nee, gehen wir nicht hier nicht. Ey, stimmt, ich glaube, stimmt, 1404 gibt es noch kein Pfefferspray. Keine Ahnung, wann das erfunden wurde, aber Alter, da Ich geht er glaube zur ein klein Sache. wenig später. Ja, 1405, ne? Exakt. Boah, die Armee ist auf jeden Fall auch hier krass vertreten, du meine Güte. Das gibt hier jetzt richtig einen auf die Mütze. Wie kann er es wagen, uns anzugreifen? Vor allem um 50.000 zu fragen, Digga. Übertreib. Vor allem, und dann will er auch noch in unserer Stadt wohnen, die er gerade angreift. Was ist das für eine Logik? Das ist meistens so mit der Logik. Ja, gibt nicht, ne? Ne. Ui, da will mehr aufsteigen. Juhu. Oh, nur drei Leute. Schade. Wow. Ja, Digga, ihr sehnt euch nach Gemeinschaft. Ist ja gut, ich gebe euch gleich Gemeinschaft. So, da haben wir mal ein bisschen ausgebaut hier. Das klingt super. Unsere Armee ist auf jeden Fall gerade beschäftigt. Wie sieht's bei dir unten aus im Süden? Lol, da war noch ein Bazar. Och. Ich da, sorry, ich habe das für ein Markthaus gehalten. So, jetzt passt es wieder. Das wollte ich auch gerade machen. Ja, aber nicht wieder gleichzeitig, sonst gucken wir. Lol. Oh Gott. Was ist? Ey, wollte. Habe ich dir wohl ein So, Häuschen also weggenommen? Milch und Datteln werden echt verdammt gefragt. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen was ausbauen, oder? Ja, machen wir am besten noch mal so zwei Betriebe von jeweils zwei von den zwei Sorten. Ich baue mal noch was hier. Was? Was heißt denn hier Niederlage? Ach so. Ja, nur so ein kleines Türmchen ist da gefallen. Nicht schlimm. Okay, also Datteln brauchen wir. Aber das ist zum Beispiel auch wieder die Realität. Die ganzen Häuser vor der Stadt sind einfach verlassen. Weil keiner Bock auf dich hat, ne? Weil vernachlässigt wurde. Ja, ist klar.
Ja. Als ob du oder ich unsere Bürger vernachlässigen. Ach, was, wir doch nicht. Ja, wer kommt denn auf so einen Schmarrn? Aber hier kann man so geile Screenshots machen. Der nächste Anno-Livestream, der mit Sicherheit kommen wird, der wird sich freuen. Jetzt weiß ich, warum ich dabei bin. Hier zum Arbeiten. Weil der Herr Screenshots macht. Irgendwer muss sich ja mal darum kümmern. Ja, genau. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ach, guck mal, da vorne können wir noch ein bisschen ausbauen. So. Also, Datteln und Milchplantagen sind jetzt gebaut. Indigo haben wir hier unten relativ wenig. Die Frage ist, ob wir das auch noch expandieren sollen. Das brauchen wir nicht mal, weil ich, glaube ich, die Bücherproduktion nach unten gesetzt habe. Okay, ja, dazu kenne ich mich auf deiner Karte hier zu wenig aus. Aber... Ah, hier unten, warte, hier unten in Aschgabat werden anscheinend Bücher prozediert. Nein, wir entscheiden uns dagegen, wir nehmen keine Bettler auf. Super. Rohstoff. Ja, guck mal, so schnell habe ich 15.000 für uns verdient. Ja. Aber jetzt ist auch hier zum Beispiel die Frage: Soll ich jetzt oben auf meiner Hauptinsel in Goldfurt oben die kleine. Ja. Wird sich, glaube ich, nicht so viel lohnen. Ob ich das auch nochmal abbauen soll. Ach, guck mal hier, das können wir nochmal ändern. Der hat auf jeden Fall keine Pottasche mehr. Du weißt schon, dass da unsere Chancen für den Sieg relativ schlecht stehen, ne? Wieso? Schick mal noch ein paar Heerlager hin, oder? Wieso das denn? Ja, damit wir die schneller platt machen. Da steht, die Chancen für einen Sieg ihrer Truppen stehen schlecht. Ja. Glaube ich zwar nicht. Wobei ich ja bei sowas auch gerne übertreibe. Ich schicke dann einfach mal direkt alle Einheiten, die ich habe, dahin. Ja, aber der Witz ist, ich habe zum Beispiel hier zwei Adlerregimente und Mantelorden. Die hauen das einfach, das Ding platt, ohne dass die... Ja, siehst du, schon habe ich wieder eine Armee dem Erdboden gleich gemacht. Oh nein, 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 nein. Das war blöd. Gut, warten eine Minute, ja. Dann können wir die gleich wieder mal neu setzen. Ach, da unten ist ja auch noch eins. Ja. Nein, ihr dürft nicht bei uns leben. Ja, wir riskieren's. Blödpfanne, ey. Was für eine Blödpfanne. Wir brauchen mehr Wein und mehr Lederwämser. Oh, Wein. Wein. Da. So. Dafür brauchen wir, glaube ich, brauchen wir Kälter? Ja, Kälterhaus, ja. Nee, warte mal. Ja, nee, nein, ich wollte nur für mich gucken. Ja, wie wir Tränen, Wein herstellen. Dritte Hauptinsel, direkt im Norden, da ist es die Weinproduktion. Dritte Hauptinsel, direkt im Norden. Ja, und zwar brauchen wir da eigentlich nur, warte mal, hatten wir genug Trauben? Hanfplantage. Hatten wir da genug Trauben? Negativ, keine Trauben. Dritte Hauptinsel ist doch Bergenfurt, oder? Tremünden. Ach, Tremünden. Na. Oh, ja, stimmt, eine zu weit drüben. Knipp vorbei ist auch vorbei. So, wollen wir denn noch Platz auf der Karte? Ah, hier vorne. Ich suche gerade die Weinproduktion. Ja, die ist noch nicht. Ah, da! Ah! Da ist ein Kälterhaus. Die müsstest du, glaube ich, jetzt sehen. In Kürze. Steht doch schon eine. Ja, aber das reicht nicht. Ja, ja, aber genau, aber eine steht da, ne? Ja. Gut. So, ich habe jetzt nochmal ein. Möchten wir mit Hildegard von Levenstein? Ja. Okay. Aber ist schon in die Wege geleitet. Das habe ich gesehen. Und gehört. Ja. Hier, gerade sind wir wieder ein bisschen am Verlieren. Das ist blöd, aber wir können ja einfach das andere Herlager für uns arbeiten lassen.
Ja, was sag ich denn? Schick halt noch Einheiten hin. Brauchen wir nicht. Schaffen wir schon. Balding. Was hast du denn in Balding gemacht? Hier ist ja gar nichts mehr. Wie, was, wo in Baldingen? Das ist die kleine Insel halb rechts unter Tremünden. Achso, da. Ah, Baldingen, ja, stimmt. Da habe ich, ja. Das habe ich mal eingenommen, aber nicht ausgebaut. Könnte man in die Wege leiten, ja, in der Tat. In der Tat. Lol, das sind. Hä, das. Brillen. Ach, lol, da sind Brillengläser. Oh. Wie geil ist das denn? Die kommen aber mal direkt nach hinten hin. Oh, Bruder Hilarius. Sei gegrüßt. So, was brauchen wir für eine Brillenmacherei? Messing und Quarz. Kupfer, Kupfer. Soll ich mal die Tipsies einsammeln da? Ja, das kannst du gerne mal machen. Produziert Brillen, Messing und Quarz. Okay, dann kommt Kogge 1 auf jeden Fall erstmal zur Hauptinsel und wird nochmal aufgepumpt mit sämtlichen Lebensmitteln. Ja. Da vorne fehlt sogar ein Kirchturm. Eieiei. Wie? Da fehlt ein Kirchturm? Oh mein Gott, die laufen ohne Glauben durch die Gegend. Das geht ja gar nicht. Ja. Und das im Mittelalter. Meine Güte. Eieiei. Himmel, Herrgott. Ja. Katastrophe. Ah, jetzt sieht's doch besser aus. Digga, besorgt da mal mehr Truppen, mir gehen die obdachlos auf den Sack. Wo haben wir denn? Haben wir hier noch Truppen, die wir da hinschicken können, dass die endlich mal ihre Klappe halten da? Aktuell, nop. Keine Herlage mehr? Nee, ich bin momentan auf Friedensbasis unterwegs. Ja, Digga, hier die Obdachlosen aber nicht, meine Fresse. Warte, ich guck mal, ob ich noch einen Turm bauen kann. Ja, passt schon. Braucht einfach nur seine Zeit, das ist alles. Okay, die brauchen wieder Glauben. Ach so, ja stimmt, ich wollte den. Ach, Manno. Das heißt, ich brauche erst 2500 Adlige, um dann den nächsten Schritt bauen zu können. Okay. Exakt. Oh mein Gott, die können aufsteigen. Oder? Könnt ihr nicht? Mal gucken. Bin gespannt. Können Sie aufsteigen? Können Sie, wollen Sie oder werden Sie? Das ist hier die Frage. Ja, die Frage ist, wo müssen die Schiffsbrüchigen hin? Erstmal einladen. Achso, ja. Bergenfurt, ja moin. Die zählen sowieso nicht. Wie viele Schiffsbrüchige sind es überhaupt? Zähle 4. 3? 4. Das sind 4. 1, 2, 3. Oben ist noch einer. Ja, gesehen. Nummer 3 habe ich. Salam alaikum. Ja, geh schlafen. Aber 7000 Ruhm. Not bad. Ja, könnten wir auf jeden Fall auch gebrauchen bei der Runde gegen Lord Nemesis. So, wo müssen die denn jetzt hin? Osten. Ah, da. Da oben. Exakt, da oben hin. So, die Weinproduktion läuft jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr an. Das ist super. Wo ist das Schiff nochmal? Welches Schiff? Nee, ich suche nur eins, Bürgerroute 2. Okay, Gold. Ah, da wird das Spiel gespeichert. Auch gut. Ja, bevor es irgendwann mal abstürzt, ne? Ja, ist der Autosaver. Ist auf jeden Fall wichtig. Okay, also hier, das wird eingeladen.
Das wird ausgeladen. Eingeladen, ausgeladen. Okay, das passt. Wir hatten nochmal. Nee, das war eine andere. Nee, auch nicht. Da, nee. Nee, nee. Nee. Ich habe zu viele Routen hier. Och, Mann, oh. Da. Ist es das? Geht doch. Nee, das ist es. Adlige 1. Ach, so war's. Genau, hier rum. Adlige 1. Ich hab's extra so benannt und verstehe es trotzdem nicht, warum. Okay, das wird eingeladen, das wird ausgeladen. Eingeladen, ausgeladen. Das kann raus. Trimmen kann auch raus. Das kann raus. Wieso ist das denn? Hä? Hä? What's your problem? Irgendwas stimmt hier gerade mit der Lieferkette nicht so ganz. Aber jetzt scheint das Ganze wieder gut aufgelöst zu haben. Wo ist denn jetzt immer noch diese blöde Kogge? Die braucht doch Jahrzehnte. Ach nee, da ist er. Ach Junge, wo hast du die Ziegenfarm hingesetzt? Die ist aber nicht so glücklich. Warum? Ja, die muss im grünen, saftigen Bereich sein, sonst wird er nichts. Die hab ich doch. Nee, die eine dann nicht. Welche eine nicht? Ja, jetzt ist sie schon weg, aber die eine dann nicht. Ja, du meinst doch Schäffesberg, markier die mal. Man kann die nix nicht kaputt. Nein, klick doch einfach mal drauf, dann sehe ich doch. Die habe ich ja schon wieder weggemacht, hier vorne, da ach, war da, die. Ach, da hinten, die hier? Nee, die habe ich ja gerade gesetzt. Hier, die da vorne stand, die. Das war. Ah, okay. Aber. Ah. Ja, kann sein, dass ich die wirklich. Kann wirklich sein, dass ich die verpeilt habe. Glaube ich. Glaube ich gerne. Aber auf jeden Fall ist hier jetzt eine gute Produktion am Start. Das ist super. Ja, siehst du? Erst meckern, ne? Und dann sagen, oh, das aber hier ist eine kein gute Produktion meckern. Am Start. Nein! Das ist überhaupt kein nicht. Das sind Verbesserungsvorschläge. Der Ziegenfarm geht jetzt aber nicht so gut. Ja, ja, ist kein Meckern. Nee, nee. So, und mit diesem meckrigen, nicht mickrigen, meckrigen Worten verabschieden wir uns von dieser Folge. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Yep. Die Gegner, die Bösewichte, haben wir zurückgedrängt, bis auf einen. Und ja, wie das Ganze ausgehen wird, sieht in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.